Oh, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands. Und ja, nach der letzten beschissensten Abmoderation überhaupt, was gibt's, was ich sagen könnte? Sorry. Das trifft's ganz gut. Nicht angenommen. Abgelehnt. Hilde? Markus, ich hoffe, dass wir da dann irgendwo runter können. Okay. Runter kommt man immer. Oh lol. Vogel mit 48% mehr Schaden. Seht ihr, wie der sich da durchschnetzelt? Wie geil ist dieser Vogel? Keine Ahnung, bin ich so vogelfilisch. Avofil. Vogelfilisch heißt das, Tom. Als Biologe muss man das so wissen. Leute, hier kann man runterspringen. Wir können erstmal Viecher töten. Ja gut, das geht auch. Kommt ihr? Nein. Ja. Dann muss ich die wohl werfen, die Granate. So, wir haben auf jeden Fall das Queen-Abdomen, oder besser, ich habe das Queen-Abdomen aufgenommen. Ich ganz allein. Will mal wissen, was passiert wäre, wenn wir dir nicht mit der Queen geholfen hätten. Ja. Warum hättet ihr das nicht tun sollen? Wow. Sie wollen Rache. Wollen Sie das nicht immer? Doch nichts über einen schwierigen Gegner. Was heißt denn jetzt eigentlich, wir müssen das austauschen? Müssen wir das jetzt einer anderen Queen irgendwie einpflanzen oder was? Ich weiß es nicht. Wir könnten uns mal kurz die Questbeschreibung ansehen. Vielleicht will jemand auch ziemlich bootylicious werden. Also so bootylicious. Naja. Tom, ja? Wenn du deiner Folge den Titel Booty Queen gibst, dann bekommst du bestimmt ganz viele Klicks. Nico, vielleicht nenne ich es Nico die Booty Queen. Das wäre okay. Damit könnte ich nie. Also ich schau mal kurz, was die Questbeschreibung eigentlich sagt, aber ihr lauft hier gerade und tötet. Na gut. Was sagt die Questbeschreibung? Ködertausch Forschung. Suche Blabla. Spider-Hands haben jeden überwältigt. Den Maditen ist es jedoch gelungen. Sie haben den Hinterleib einer Spider-Hand-König in der Mitte ihres Lagers platziert. Daher möchte ich, dass du den Hinterleib einer solchen Königin beschaffst und ihn gegen jenen der Banditen austauschst. Ach so. Das Ding soll Spider-Hands anlocken. Die haben eins und wir sollen das austauschen. Ja. Warum? Weil das, was wir haben, augenscheinlich die Viecher anlockt. Oh, Nico ist ein Raketenwerfer. Ah gut, ist mit Brandschaden. Getauscht. Weggeschnappt. Wie kann das sein? Ich habe das Ding aufgenommen. Das ist nicht möglich. Acht. Das King Arakop. Warte, wo? Ich möchte auch mit Raketen schießen. Juhu. Ach, die prügeln sich auch mit denen. Ich mache immerhin mit den Raketen 58 Damage. Oh, lol. Ich bin
Warum bin ich tot? Weil hinter uns Gegner sind. Hey, Leute, rettet mich! Hä? Ich hab das gedrückt. Vorher hat Nico es gemacht und mittendrin aufgehört. Ist der König noch am Leben? Man muss sagen, die haben ein ziemlich ausgedehntes Königshaus, die Spider-Arns. Ja, es sind viele, ne? Heute ein König, Tom. Ja, hallo Arakorp. Was, wo? Ist der immer noch nicht tot? Wo ist der überhaupt? Der bekommt jetzt mächtig auf den Arsch. So, kaputt. 4 Schläge. Hey, beruhig dich! Ich rette Markus. So, Markus ist wiederbelebt. Dankeschön. Hat sich ausgekinkt. Hier ist ein Sirenen-Artefakt. Ich muss aber erstmal was loswerden. Und ein Hunter-Artefakt. Hier ist ein Hunter-Artefakt und ein Hunter-Class-Mod. Hunter-Artefakt, das was ich hier gefunden habe, kann ich nicht benutzen. Wo ist der Sirenen-Class-Mod hin? Hier liegt das Artefakt für dich. Ja, danke. Nee, ich meinte. Wo liegt denn die Class-Mod? Habe ich da hingelegt. Ist das jetzt schon ausgetauscht? Ach ja. Was meinst du, warum die hier alle aufgetaucht sind? Weiß ich. Die tauchen auch sonst überall einfach so aus dem Boden auf. Ich würde sagen, das ist nicht so, als wären die selten irgendwo. Vom Aussterben bedroht sind sie nicht. Ich könnte mal einen Shop brauchen. So, ich schalte jetzt mal auf Brandgeschwader Level 3, einfach weil Brand cool ist. Ich habe einen Soldatenbrandartefakt. Damit der Soldat so richtig schön Brand hat. Ich weiß überhaupt nicht, was ich habe momentan Explosive. Aus dem. Nehmen wir das Corrosive lieber. Let's see. Wie steht denn das Level eigentlich dabei? Ich bin full. Ich muss irgendwas wegwerfen. Ich bin nicht full. Ich habe noch einen Hunter-Class-Mod aufgenommen anscheinend. Dann gib ihm mal her. Und dein Vogel hat übrigens gerade Spider-Arns aufgescheucht. Oh, wie viel hat er dabei getötet? Keinen. Wie, keinen? Einen angehittet und hat es dann wieder verzogen. Feigling. Ah. Und Feier mal 3, Level 3. Aber ich nehme trotzdem mal Corrosive, wir haben immer zu viele Panzerviecher. Wo müssen wir hin? Genau hier lang. Folgt mir. Ich führe. Oh Gott, ich bin müde. Kinderbettzeit. Da ist noch so ein Dildo. Guck dir das mal an da. Nico. Das lila Teil. Warum musst du in allem einen Dildo sehen? Das war rot. Alles ist ein Dildo. Lila Teil. Guck mit da. Der silbernen Spitze? Ja, direkt vor dir. Achso, das meinst du? Das ist so ein Flügel von so einem. Aber es sieht das, trotzdem, also so von der Seite. Nicht, ist das ist nicht rund. Ziemlich, egal. Das ist flach. Das schneidet dir alles auf. Auch das kann sehr zum Lustgewinn beitragen. Nein, Nico, zumindest nicht für normale Menschen. Wer ist denn schon normal? Normal ist, was die Mensch, was die Gesellschaft so nennt. Und wenn ich sage, es ist normal, wenn dich jemand dein Innerstes aufschneidet, weil er das geil findet, dann ist es auch normal. Weil ich bin die Gesellschaft. Genau. Ah, ich sehe gerade, wo Crazy Earl ist. Es gibt Crazy Earls Scrapyard. Da würde ich gerne kurz vorbeischauen, bevor du die Quests abgibst. Du musst noch viel besser formulieren. Du musst sagen, denn ich bin meine einzige Gesellschaft. Der war super, Nico. Der war super.
Also kann ich die Reise zu Crazy Earl antreten oder nicht? Wie wär's eigentlich mit ein bisschen Autoball? Bin ich eher nicht Autoball? So für. Autoball. Hast du ein Auto? Ich weiß nicht, aber bei Jocke ist hier Mind Blown. Was passiert jetzt hier? Markus ist am Shoppen, ansonsten würde ich eine Schnellreise starten. Muss mich nur. Ach, ich hätte auch was verkaufen können, ach, egal. Sometimes I forget to reload. Kann die irgendwas, diese Waffe? Jetzt ist Nico in dem Menü. So, bin raus. Gut, erstmal gehen wir zu Crazy Earl, weil er neue Quests hat. LOL! LOL! Was? Ach. Der Dach verbraucht keine Munition. Was? Wie, das Ding verbraucht keine Muni? Es verbraucht keine Munition! Es hat eine Magazingröße von 12, aber es verbraucht keine Munition. Das ist cool! Ist halt ansonsten scheiße, aber... Ja, gut. Kann man sich ja so als, keine Ammo mehr Notlösung bereithalten. So, wir müssen hier nur bei Crazy Earl ein paar Quests annehmen. Annehmen? Ja, der hat ja neue Quests, hieß es. Wo auch immer der Typ ist. Natürlich. Oder war das der Typ mit dem Hitlerbärtchen in der Kabine da? Ja, das ist Crazy Earl. Hat jetzt schon einer von euch gefunden oder was? Was ist das denn für eine dumme Waffe? Wir haben lang nicht mehr gegen Skeks gekämpft. Ach, Nostalgie pur. Ich hab alles verpasst. Genau. Du bist einfach zu langsam. Ich war im Shop. Wenn die Viecher Kondome benutzen, ist das dann safer Skeks? Nein. Außerdem müsstest du sagen, sind das dann safer Skeks? Nein, nein. Den habe ich dir weggeknallt. Oh, Backpack SEO muss ich noch reinmachen. Los, wir müssen Crazy Earl finden. Ja gut, laut Karte, keine Ahnung, wo der ist. Laut Karte, keine Ahnung. Markus, warum hast du einen Raketenwerfer? Ach, hier ist er. Für eine Quest. Vielleicht ist die gut. Oh, wir müssen zurück zu Trash Coast. Hä? Ich habe hier ein Combat Rifle, das keinen automatischen Modus hat und nur 14 Schuss. Bin ich vielversprechend. Wie dumm ist das denn? Auf einer Skala von 1 bis 10? Dumm? Ziemlich dumm. So, jetzt. Okay, dann bleibt's dabei. So. Und den Rest lasse ich auch mal so. Also, dann gehen wir jetzt erstmal zurück zu, was war's? Rust Commons East, um die Quests abzugeben, die wir hier haben. Können Boxspringen machen. Ist ja beim schwarzen Brett in the middle of nowhere. Rust Commons. Borderlands funktioniert nicht mehr. Dann warten wir, bis Nico wieder drin ist, damit er die abgegebenen Quests auch hat. Und danach würde ich dann auch gerne die Aufnahme beenden, wenn es euch nichts ausmacht. Und euch natürlich auch. Ist jetzt Publikum, aber ich kann auf euch nicht eingehen. Das tut mir sehr leid. Und warum nicht? Weil du keinen Livestream machst. Es tut ihm überhaupt nicht leid, er lügt. Markus, eine kleine Frage. Warum kommen diese Geschosse aus deinem Kopf und nicht aus deiner Waffe? Echt? Das können andere bestätigen. Was zum...
Shotgun mit dreifach Static. Lukas, du kannst auch sicher bestätigen, dass die Geschosse bei Markus nicht aus der Waffe, sondern aus dem Kopf kommen. Warte mich mal. Ja, du dreh dich vielleicht nicht mit dem Rücken zu mir. Schieß mal irgendwo hin. Kurz, du musst mich einladen. Ja, ich muss mir jetzt erst anfangen. Markus, du hättest das eigentlich nicht abschließen sollen. Jetzt hat Nico das nämlich nicht bekommen. Na, wie bekomme ich das jetzt? Kann ich das einfach selber abgeben? Ja. Cool. Dann zeig mir mal wo. Du kannst es nicht abgeben, wenn du dabei bist, Nico, weil wir sind momentan auf Lukas abgestimmt. Das heißt, du hast die Quest als nicht erfüllbar in deinem Questlog. Sorry, habe ich nicht dran gedacht. Ich hab's doch vorher erst noch gesagt. Ja, ich hab dir nicht zugehört, wie immer. Da haben wir's mal wieder. Wo müsste ich sie denn abgeben? Beim schwarzen Brett in the middle of nowhere. Schnitzeljagd Machine Gun? Nein. Ach, die hast du auch nicht? Ah ne, die haben wir jetzt neu, okay. Haussuche und eine andere habe ich abgegeben. Achso, konntest du doch abgeben? Seltsam. 2 Stück. Okay. Dann würde ich aber sagen, ich finde, wir könnten noch ein bisschen Autoball spielen. Meinetwegen. Großer Autoball-Special. Dann mach ein Auto und schmeiß es. Du musst dich reinsetzen, Tom. Was haben die denn für Specials hier? Warum muss ich mich reinsetzen, Nico? Damit das Publikum die besten Dann brauchen wir aber noch einen dritten. Kurz. Ich habe einfach komplett weißes Bild. Kurz, komm, Autoball. Ja, wo bist du? Ja, am Fluss. Am Fluss. Da. Was passiert da? Ich sprenge Nico in die Luft, aber es klappt nicht. Vor allem, er hat einen Bullet-Block, aber... Die fliegen super seltsam. Ich weiß nicht, wie ich die aus der Luft schlagen soll. Das scheint auch nicht zu gehen. Solange ich drin sitze, nimmt das Ding auch von euch keinen Schaden. Wow. Scheiße. Oh Gott, nee, ich wurde nur mitten weggeknallt. Wenn ihr das Ding jetzt durch die Gegend haut, macht ihr dem Schaden. Egal. Jetzt sitzt einer drin. Wow, ist das Ding im Arsch. So, ich würde jetzt gern wissen, was die Waffen, die wir jetzt gerade bekommen haben, noch für Special-Effects haben. Waffen, die wir bekommen haben? Ach, Patton? Nailer? Ich hab ne Sniper und einen Revolver bekommen. Nailer? Was ist denn Plock? Im Englischen steht da Twack. Oder Thwack. Thwack. Ja, bei mir steht da Plock, aber das Ding hat ein 7er Magazin. Das ist eigentlich ziemlich geil. Komm, nehme ich. Ich weiß nicht, was das hier soll. Er hat doch voll wenig Damage, Tom. Aber ich möchte einfach wissen, was dieses Plock ist. Ob ich meine Waffenskills verbessern kann, indem ich euch heile? Moment, das muss ich jetzt herausfinden, was das Plock ist. Nico, aber dann musst du mich auch schießen lassen. Einmal. Ach, Revolver und Pistole sind auf einem Skill, okay? Nein, sind sie nicht. Doch, sind sie wohl. Guck rein. Bei mir sind sie das, glaube ich, nämlich nicht. Guck rein. Pistol-Kenntnisse? Submachine, Shotgun, Combat Rifle. Tatsache. Sniper. Ich kann nicht auf den Sniper gehen, warum nicht? Hä? Hast recht.
Na, ich würde sagen, mit dieser Erkenntnis könntest du mich vielleicht noch heilen, Lukas, zum Abschluss. Ich bin noch ganz lieb. Ja, Sekunde, warte, Moment. Da muss ich jetzt mal eine andere Waffe nehmen. Nehme jetzt mal hier diese Sniper. Und werde mal überprüfen. Markus, du bringst dich gerade selbst um. Ich mach mit. Ihr seid so dämlich, ihr beiden. So viel kann ich nicht heilen. Leb ihn doch jetzt nicht wieder. Du bestärkst ihn nur noch in seiner Sache. Ihr seid so dämlich. Hilf mir. Nein, du es nicht. Lass dich nicht von seinen Hundeaugen rumkriegen. Komm schon, bitte. Ich will nicht. Nico. Jetzt warte mal eben einen Moment, bis du weitermachst. Ich will gerade mal was. Ich beende jedenfalls jetzt die Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bald geht's hier weiter mit Let's Play Together Borderlands. Bis in 2 Tagen. Bis dahin. Cheerio.